Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Und wir Bekloppten haben immer noch zwei T-Rexe hier. Die beiden werden uns den Hals brechen. Das sage ich hier schon voraus. Aber wir haben heute einiges vor. Ich habe mir vorgenommen, dass wir jede Folge mindestens oder höchstens eine Tierrasse hinzufügen. Eine Dinosaurierart. Heute werden es nicht die Paras, sondern die Riesenviecher. Weil ich glaube, dass die Paras sich nicht wirklich wehren könnten, falls was passieren würde. Und die Paras brauchen kein 4, also kein Level 4 Zaun. Und deswegen dachte ich mir, dass wir das so gut machen können. Die Paras brauchen noch nicht so viel Platz und die Paras werde ich schön weit weg von den T-Rexen machen. Weil ich nämlich genau weiß, zu was ein T-Rex in der Lage ist. Personalzentrum wäre jetzt auch mal gut, wenn wir das erforschen würden. Personalzentrum. Haben wir das jetzt mittlerweile? Wenn ja, dann würde ich das ganz gerne schnell bauen. Oh Leute, es ist einfach schön. Es ist einfach ein Traum. Ich liebe es. Ich liebe es einfach wirklich. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich das hier alles mit euch teilen kann. Zack. Nein, die Paras kommen heute nie. Es tut mir leid, Leute, an alle, die Paras mögen. Aber die kommen heute nicht in unser Park. Da bin ich jetzt stur. Wetten wir am Ende der Folge, sind sie da? Ich wette mit euch. Oh ja. Wo sind die guten? Hallo! Na, oh Gott, ihr seid so niedlich. Ja, hallo! So. Gehege. Zack! Da müssen wir die hinzufügen. Da müssen wir ganz kurz auf so einen Statusbericht warten. Habe ich die Tür wieder vergessen? Es könnte sehr gut sein, dass ich keine Tür drin habe. Und ich liege richtig, wenn das Licht angeht. Natürlich habe ich keine Tür. Warum sollte ich auch an eine Tür denken? Türen werden überbewertet, ja, ja. So, ihr seid Level 4. Ah, da passt der Zaun ja richtig. Gut. Das passt ja. Das passt ja. Nein. Gib mir. Warum kann ich da nicht sagen, gib mir eine halbe Stunde oder so? Warum unbedingt immer 2 Minuten? Okay, wir können uns allerdings schon mal überlegen. Wir können das halt nicht so wirklich viel erweitern. Eigentlich möchte ich nicht immer das gleiche Muster haben. Ich mag das nicht, wenn alles das gleiche Muster hat, wenn ich ehrlich bin. Ich feiere sowas einfach nicht. Aber na gut. Übrigens, Leute, ich habe... Ah, scheiße, hier kommt ein paar... Hier kommt ein Gehege hin. Da wird hier früher oder später ein Gehege hinkommen. Bedeutet, dass ich... Ja, wir müssen das eh kleiner machen. Ab da ist eh Schluss. Und ich wollte ja auch nicht neben den T-Rex setzen. Okay, wir haben uns gerade ein ganz anderes Problem. Dann müssen wir... Wie wäre es, wenn wir die Paras... Warte mal, hier sind unsere Sachen. Wie wäre es allerdings, wenn wir... Hier könnten wir noch ein paar Paras hinmachen. Was ich sagen wollte, ich habe ein Spiel. Warte mal, Level 4, wir machen Level 3. Eigentlich können wir auch 2 machen, aber es ist ein bisschen sicherer. Und
die Sicherheit geht vor, auch wenn ich nicht glaube, dass wir es brauchen. Ich habe auf jeden Fall letztens ein TikTok gesehen. Ich wollte gerade TikTok sagen. Ich habe ein TikTok gesehen. Nee, ich habe ein Spiel gesehen, wo man seine eigene Stadt aufbauen kann. Die habe ich auch schon, spiele ich auch schon sehr oft auf YouTube beobachtet. Und mir wäre die Idee gekommen, dass halt, weil ich liebe ja Planet Zoo und ich liebe es ja auch Jurassic World zu spielen. Und ich dachte mir, eine eigene Stadt aufzubauen, wäre eigentlich auch mal was Neues. Ich meine, es ist klar, ich habe momentan genug Projekte, momentan würde das jetzt nicht unbedingt kommen. Aber in naher Zukunft könnte ich mir das vorstellen. Aber weil ihr ja bei Community seid, wollte ich euch fragen, was ihr davon halten würdet, wenn wir Flammy City bauen würden. Hättet ihr an so einem Projekt Interesse? Das würde mich mal interessieren. Auffüllen und auffüllen, zack. Das Notfallgenerator geht mir allerdings dennoch noch auf Keks. So, das du fehlend Wasser. Ja, Wasser. Ja, fehlende Einrichtungen. Ich kümmere mich da noch drum. Ich will aber nicht, dass die nur sterben. So, wo wollen wir denn das Wasser hinmachen? Wo ist das denn schön? Warte mal. Ich habe mal eine Idee. Kann ich da so einen Buchstaben hinmachen? Nein. Nein, wir lassen die Idee doch. Wir lassen die Idee. Ich glaube, das ist gesünder für uns. So. Ich möchte so einen Halbkreis machen. Das Ding ist, das ist ein Kreis. Das sehen wir ja alle. Und ein Kreis zu einem Halbkreis zu machen, ist schwierig. Aber, wenn wir jetzt hier einen Kreis hin machen, dann den Punkt machen, dann da gerade in die Mitte gehen. Hallo? Seht ihr? Haben wir einen Halbkreis. Das ist ein... Ey, das ist ein Halbmond. T-Maxer, ihr habt. Oh, Pacha, es geht mir jetzt nicht auf den Senkel. Ihr habt keinen Strom. Dann machen wir den dann doch lieber. T-Maxer. Weil T-Max ohne Strom, das ist nicht gut. Mammincerosaurus. So. Ihr braucht... Was brauchen wir mal? Ich hab's vergessen. Große Blätter, ne? Blätter. Blätterbaum. Ihr wollt Blätterbaum? Dann kriegt ihr Blätterbaum. So. Bodenwachse, Pflanzenfasern, Blätter, Boden und Baum. Dann machen wir hier bei diesem Halbmond einmal so... Obwohl, das können wir im ganzen Gehege ein bisschen verteilen. Es ist ja immerhin noch ein Pflanzenfresser. So. Ein bisschen was ist in den T-Rex-Gehege gekommen, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ich würde auch generell auch ein bisschen mit Bergen arbeiten, mal wieder. Ja, vielleicht nicht. Radius. Einfach gerade ein bisschen, dass es nicht alles so gerade so unnatürlich aussieht. So. Okay. So, das schöne Herz. Nochmal umranden. Zack. Und da noch ein bisschen. Einfach nur, dass es ein bisschen natürlicher aussieht. So. Bei denen können wir auch gleich noch Wasser hinmachen, wenn wir schon dabei sind. Was, falls wir das bei der nächsten Folge vergessen, die nicht uns gleich die Bude anreißen. Und zack. Perfekt. Seid ihr jetzt zufrieden? Ihr seid hungrig, ja, aber ihr könnt noch essen. Ein hungriges Tier kann gefährlich sein. Ich korrigiere. Ist gefährlich. Die offensichtliche Lösung? Füttere die Saurier regelmäßig. Hätte ich nicht gedacht. Also im ersten Teil gab es so Futterzeug für Pflanzenfresser, aber ich
denke jetzt nicht, dass ich das brauche für dich, oder? Brauche ich das für dich? Also, ich würde es nicht feiern. Mann. Ich schaue mal in der Forschung nach, aber eigentlich würde es mich stark wundern. Gehege? Nee. Das ist nur Futterstation für Fisch. Für Fischesser. Ja, Fischesser, aber Fischesser haben wir ja noch nicht. Fischesser ist kein Langhals. Genetik, da lassen wir die Finger davon. Ich mag das nicht. Habe ich im ersten Teil zu öfter gemacht, aber möchte ich nicht. Gebäude-Upgrade. Ja, das ist ganz praktisch. Arbeitet ihr mal bitte? Danke sehr. So, aber wie machen wir euch denn wieder richtig? Ich weiß, ihr seid hungrig. Freiraum. Infeldplatz. Vielleicht haben sie genug. Ja, okay, Infeldplatz. Okay. Aber ich verstehe nicht, warum die wegen Essen nicht. Hä? Wir haben einfach nicht genug Pflanzen. Aber ich will das. Ich will jetzt nicht dieses wunderschöne Ding hier. Okay, wir bauen euch ein neues Gehege. Immer diese Meckerharnische. Immer nur am Meckern seid ihr. Immer ihnen helfen oder meckern sie? Reinste Frechheit. Ja, viel mehr Platz haben wir nicht mehr. Wir haben nicht mehr Platz. Wir können euch nichts bauen. Da können wir euch noch was bauen, aber da kommt das hin. Oh. Ich sehe da gerade was, was mir nicht gefällt. So. Ja, ist gut. Die rennen da jetzt eh nicht raus. Und wenn wir hier... Okay, ich habe eine Idee. Ich weiß zwar nicht, ob hier noch irgendwas anderes sein soll. Aber wir bauen da jetzt einfach mal so eine kleine, süße... Nein. Ding rum. Betäuben die T-Bags und tun die dann erstmal da rein. Obwohl die T-Bags brauchen ja nicht mehr Platz. Aber die T-Bags mehr zur Show zu stellen, wäre auch nicht schlecht. Soll man denn jetzt den Langhals reinmachen oder den T-Bags? Die sind gerade an der Grenze. Aber wenn sie an der Grenze sind, geht's. Könnt ihr jetzt mal aufhören, immer den T-Rex abzuballern? Ich gehe mir langsam richtig auf den Keks. Wirklich jetzt. Ich kann euch nicht sagen, warum sie das die ganze Zeit machen. Wollt ihr umziehen? So, mein Guter. Ist das viel größer wie euers? Ja. Ich bin gerade echt am Überlegen. Wir werden vorerst hier reinsetzen. Ja. Hubschrauber, ich möchte ein paar Dinos betäuben. Oh, bist du kaputt? Was ist mit dir los? Ah ja, T-Rex. Hubschrauber. Let's go! Oh,
Oh, ich wünschte, dass dieses Bild oder so in meiner Galerie gespeichert werden würde. Ihr seid ja groß, das müsste ja kein Problem sein. Kontakt bestätigt. Komm her. Ich tu dir doch nichts Böses. Sparen Sie Ihre Pfeile. Behalte dich, wenn die mich jetzt nicht weiter nerven. Ja. Zack und zack. So, da und da. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, wie das da funktioniert. Die Amazon können die Gäste sauer beobachten. Gäste finden nur dann ein Saurier gefallen, wenn sie kurz und sichtbar waren. Ja. Die sind halt nicht so sichtbar da drin, ne? Wenn sie so viel Platz haben. Da sollte man vielleicht doch ein kleineren Dino. Dort kommen später die Raptoren rein. Später machen wir dazu Raptoren da. Das ähnelt das auch Jurassic World. Produkt wird transportiert. Wir machen einfach Jurassic World besser. Das ist mein Plan. Produkttransport im Gange. So, aber jetzt möchte ich endlich diese scheiß Stromdinger. Ja, bitte. Ich tue alles dafür. Alles. Danke. Wo ist eigentlich mein Personalzentrum? Ausruhen? Ja, bestell noch mal jemand ein. Wer hat noch nicht? Kosten pro Minute. Da sind noch Leute auf Stufe 2. Ich würde euch gleich nehmen. Erhöht Saurier wohl Potenzial. Ja, und du bist teuer. Du bist der teuerste. Dann müssen wir gucken, dass mein Geld geht. Aber vorerst ja. Vorerst ja. Und jetzt brauchen wir noch einen, der bei Ludistik. Du bist gut. Günstige Explosion. Ja, das ist perfekt. So, und jetzt Ding. Neuer Dino. Dinophosaurus. Den hatten wir doch schon längst. Och nee, wir müssen alles neu erforschen. Habe ich schon fast vermutet. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut! Umstellung abgeschlossen. Produkt wurde transportiert. Hey, Kleiner. Na? Also genug Platz dürftet ihr auf jeden Fall haben. Da könnte ruhig etwas mehr sein, okay. Akzeptiere ich. So. Hinzuweisen. Alter, lass mich mit ein paar aus. Bitte jetzt erstmal in Ruhe. Wir müssen die Folge so schnell wie möglich beenden, damit die Ding jetzt endlich mal vorbei. Damit das mich nicht mehr nervt. Boah, das ist schon gigantisch, Leute. Schaut euch das mal an. Das ist atemberaubend. August, deine Gesundheit ist ziemlich niedrig.
Blätter hier. So. Und selbstverständlich Wasser. Einfach so ein kleiner Fluss. So. Müsste okay sein. Wasser, Blätter, Baum, Freiraum ist okay. Alter Schwede. Bestimmt. Ja, du müsstest eigentlich wieder hochgehen. Mein Guter. Dann ess doch Wasser. Alter, wenn du mich nicht weiter nervt mit diesem Para. Wart mal kurz ab. Benötigt statt. Ah. Eine Tür. Habe ich schon wieder vergessen. So, jetzt. Tu es hier mal weiter runter. Das ist irgendeine Krankheit oder so. Dieses scheiß Stromding. So. Okay, dann müssen wir möglicherweise in der Krankenstation hin. Okay, auf geht's. Ich bin Arzt! Die Arztstationen sieht ja gar saugeil aus. Hallo! Hallo! Sieht aus wie ein Baum. Behandeln. Bist du der Verletzte überhaupt? Ja. Auf geht's. Alles gut, ich tue dir nichts. Alles ist okay. Achso, du warst der Falsche. Ups. Heil mal bitte. Was hast du denn? Ja, dann ess doch. Ich verstehe sein Problem nicht. Warum isst du denn nichts? Alter. Er stirbt, weil er nichts isst. Mist. Ist doch jetzt. Du? Oh. Wo ist denn da? Ich sehe fast nichts. Ich sitze vor dem Fenster, guck die Sonne rein. Aua! Hallo. Wo ist nochmal die Tür?
Alles gut, Menschen, alles gut. Was für eine Kontrolle? Paras? Können es einfach nicht erwarten, in den Park zu kommen. Macht Platz! Ah, da ist er. Hör auf, jetzt Haus zu zerstören! Tollwut. Ja, Tollwut! Tollwut. Okay. Wo ist denn das da, ne? Medizin. Wo ist denn Tollwut? Was ist gegen Tollwut? Info gegen Tollwut. Erforderlich Forschungsnoten Avikolo. Hier. Das Medikament brauche ich, okay. Warum ist das so ein Kamerasymbol? Du musst in Quarantäne. Warte, ich hol kurz meinen Hubschrauber. Okay, Leute. Damit würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Von heute.